beziehungsweise wir haben die Fahrkosten berechnet. Das heisst, das Gleichzeichen Distanz mal. Und jetzt müssen wir gucken auf Basiszahlen, Tarif für Kilometer und diesen C1-Bezug müssen wir fixieren. Ich mache das mit F4, Dollarzeichen C, Dollar 1 und jetzt drücke ich auf Enter. Und dann kann ich Fahrkosten bekommen. Dito habe ich mit Lohnkosten gemacht. Ich habe einfach Zeit genommen. Zeit mal Stundentarif. Ich habe jetzt nur von Einheitstarif bin ich ausgegangen. Zack, pack. Und dann habe ich das erste Problem gehabt. Dann habe ich Lohn als Zeit bekommen. Zum Glück habe ich gewusst, dass wenn ich da oben auf tausender Trennzeichen bzw. da auf Zahlenformat gehe, dann komme ich Franken über oder Dezimalzahl über. Aber das schreibe wenig, glaube ich. Und jetzt mache ich Doppelklick. Ich weiß, ich habe Dollarzeichen vergessen. Aber vor allem, was ich vergessen habe oder nicht gemacht habe, ist mal 24. Wenn ich Zeit mal Geld multipliziere, muss ich immer noch mal 24 machen. Das hängt mit dem zusammen, dass wir mit zwei Zahlensystemen arbeiten. Schwupps, funktioniert. Die Geldreserve. Also Zeit mal Geld, gell? Zeit mal Geld, immer 24, genau. Und dann die Reserve, habe ich gehört, dass ich da die beiden muss berechnen, das mache ich mit Summe und am Ende mache ich mal 3% oder mal 0,03, das ist das Gleiche. Enter. So viele Zahlen im Moment, aber das macht im Moment nichts, weil ich weiß, ich muss markieren 000 oder Tausenderzeichen oder da Zahlenformat und ist alles in Butter. Gesamtkosten, das mache ich auch mit Summe. Schwupps. Und der Computer fragt, willst du die und die Zahl? Ja, das ist schon richtig. Zack. Euro haben wir so berechnet, dass das einfach Frankenbetrag war, geteilt durch Basiszahlen Eurokurs, natürlich fixiert mit Dollarzeichen. Oh, die Dezimalstellen, he? Da muss ich wieder 000 machen. Und wenn ich das so gemacht habe, bin ich happy gewesen. Klick, klick. Ist gemacht. Genau. Und dann habe ich euch noch gequält mit Grundfunktionen. Das heisst, ich mache das da, damit wir besser sehen. Ich beziehe Position. Ich gehe auf Sigma bzw. auf den Pfeil neben Autosumme und ich sage Summe. Und jetzt macht der Computer einen Vorschlag. Er sagt mir, die Zahlen, die ich erfasst habe, wollen wir zusammenzählen. Ich sage, okay, wieso nicht? Enter. Und dann beim Mittelwert unter dran sagt er, die Zahl, die Mittelwert von dieser Zahl wollte ich machen. Und ich sage, nein, danke für den Vorschlag, aber ich nehme Mittelwert von diesen Zahlen. Schwupps. Und dann natürlich das Maximum ebenfalls von dieser Zahlen. Immer, ich muss die Markierung korrigieren, gell? Der Vorschlag vom Computer ist nicht immer gut. Das ist selten gut, würde ich sagen. Und natürlich Anzahl. Zack, pack. Gell? Und wenn ich das so gemacht habe, dann kann ich die Funktionen alle aufs Mal markieren. Und an der Ecke rechts unten drücken, halten und nach rechts oder links ziehen, wie ich will, wie ich es brauche. Und dann ist es überall gemacht. Das einzige Problem, das ich habe, ist noch bei Zeit. Ich markiere das mit rechter Maustaste, klicke ich drauf oder Ctrl 1. Und jetzt schaut, wir müssen hier bei benutzerdefinierter Formatierung beim Typ eckigen Klammer machen, damit die Stunden über 24 Stunden gezählt werden, sonst werden sie nur bis 23 Stunden gezählt. Stunden und Minuten und wie heißt das so schön, wie ich immer höre,
Sí, señor. Das ist eigentlich alles. Hätte ich jetzt, würde ich noch ein bisschen Farbe reinbringen, würde ich hier Gesamtkosten inklusive total markieren und vielleicht bedingte Formatierung drin buttern. Und dann sehe ich, das ist 100% und das sind Anteile vom Ganzen. Du Jarek, wie macht man die eckige Klammer? Das ist Alt-Grafik, also Alt-GR drücken halten. Und dann haben wir gerade beim Enter bei Ü und bei Ausrufzeichen haben wir die eckigen Klammer. Und dann, Entschuldigung, dann gehe ich da zum Beispiel auf Distanz und ich wollte sehen, wo sind lange Distanzen. Da kann ich schwupps Farbskalen nehmen. Und ich sage, je länger, desto röter, desto teurer. Und dann sehe ich, ja, das ist die günstige Variante. Und dann im tiefroten Bereich bin ich auf der Reststrecke, wo Ivan Ivanic fährt und wo James Bond da fährt. Aber das mache ich nicht. FC.